Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella. Herzlich willkommen zu Türchen Nummer 17. Türchen Nummer 18 findet ihr dann bei der lieben Foxway. Ja, und wir haben natürlich auch einen gemeinschaftlichen Discord-Server zu diesem Event. Den findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Und alle anderen Creator und deren Kanäle, die mitmachen, sind natürlich ebenfalls alle in der Videobeschreibung verlinkt. Also einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. So, ja, was versteckt sich denn nun hinter Türchen Nummer 17? Und zwar mache ich eine Lichtstrahl. Challenge. Viele von euch kennen die Challenge schon, andere wiederum noch nicht. Deswegen erkläre ich das mal kurz. Und zwar, ich mache übrigens dazu gleich die Facecam an. Genau, ich öffne hier mal die Karte, schließe dabei meine Augen, fahre mit der Maus hier irgendwo lang, setze einen Lichtstrahl, mache die Map wieder zu, das Interface mache ich aus und dann muss ich gucken, wo ich denn meinen Lichtstrahl gesetzt habe oder nicht. Und dann muss ich versuchen, dorthin zu kommen. Wenn ich es schaffe, den Lichtstrahl zu erreichen, dann habe ich die Challenge gewonnen. Wenn nicht, dann habe ich die Challenge leider verloren und dann könnt ihr mir ja eine Strafe ausdenken oder euch eine Strafe ausdenken für mich in den Kommentaren. So, genau, so viel dazu. Ich nehme den Lichtstrahl jetzt mal wieder weg und dann mache ich mal meine Facecam an. So. Hi Leute, bitte nicht erschrecken. Genau, ja, also das ist die Karte. Ich werde jetzt meine Weihnachtsmütze runterziehen über meine Augen, sodass ich nicht sehe, wo ich den Lichtstrahl setze. Und genau, ja, ich hoffe, dass ich, ja, na, schauen wir mal. Gut, Maus ist hier. Ich habe meine Finger auf der Escape-Taste, sodass ich dann nicht sehe, wo ich den Lichtstrahl gesetzt habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Ich sehe wirklich gar nichts. Nur weiß, wegen diesem weißen Rand. Ich mache trotzdem einfach nochmal meine Augen zu. So, ich lasse mal kurz meine Maus so ein bisschen kreisen. Ich hoffe, dass ich die... Ich hoffe, dass ich die Map auch treffe. Keine Ahnung. Ich setze jetzt einfach mal einen Lichtpunkt. Drücke Escape. Mach nochmal hier die... Mach das Interface aus, sodass ich das nicht sehe. Und ja, so. Das hier hinten ist jetzt aber nicht meiner, oder? Das ist, glaube ich, der Schneesturmwirbel. Das ist auch vom Weihnachtsevent. Oder ist das? Nee, das ist, glaube ich, vom Schneesturm. Ja. Wo ist das denn? Das ist ja mega weit hinten. Ach du Scheiße. Ich bin übrigens ganz schön überbelichtet wegen dem Schnee in SSO. Das, der Bildschirm, da strahlt mich richtig an. Deswegen bin ich so... ja, gut. Ach du... Oh mein Gott, wie komme ich denn da hin? Sag jetzt aber wirklich nicht, dass das mitten auf dem Berg ist. Das ist schlecht, weil dann komme ich wirklich nicht dahin. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich versuche erstmal rüber zur Starshine Ranch zu kommen. Hier über den Silversong-Fluss. Zum Glück ist er zugefroren zurzeit. Sonst kann das... Upsala. Sonst kann es ein bisschen länger dauern. Ich versuche übrigens nicht den Transporter zu nehmen, sondern wirklich alles mit dem Pferd abzulaufen. Aber es sieht ziemlich schlecht für mich aus. Es sieht wirklich so aus, als wäre das oben auf dem Berg. Wenn es oben auf dem Fear Groove Berg wäre, würde das noch gehen. Dann würde ich den erreichen. Aber so? Oh, verdammt ich noch mal. Okay, gut. Ich gebe mein Bestes. Ich kann euch aber nichts versprechen. Und wie gesagt, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann könnt ihr euch jetzt schon mal eine Strafe für mich überlegen. Was ich dann, keine Ahnung, im nächsten Video oder im nächsten Livestream machen soll. Okay, ich reite jetzt nach Mistfall rein. Ich denke mal, der ist irgendwo da ganz, ganz oben bei Mistfallberg. Man kommt zwar relativ weit hoch in Mistfall, da gibt es ja so einen kleinen Schlängelweg nach oben, aber nicht direkt auf den Berg drauf. Wie soll ich das denn machen? Das funktioniert doch gar nicht. Oh mein Gott, ich sehe schon, ich werde da nicht hochkommen. Oh nee. Okay, ich versuche mein Bestes. Ich versuche wirklich so weit wie möglich nach oben zu kommen, aber ich kann euch wirklich nichts versprechen, ne? Das wird doch nichts. Ja, wunderbar. Oh, ich sehe gerade, der Fluss hier in Mistfall ist ja auch zugefroren. Also nicht der Fluss, aber der See. Wie cool. Ah, guck doch mal, wo der Lichtstrahl ist. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ich bin gerade von der anderen Seite lang geritten, aber... Leute, das wird nichts. Ich komme da nicht hin. Wirklich nicht. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es mehr Sinn macht, hier oben in Mistfall den Berg hoch zu kraxeln oder lieber mal in Richtung Wildwoods zu gehen. Das wäre eventuell noch eine Möglichkeit, aber das ist ja, glaube ich, genau auf dem Berg zwischen Mistfall und Wildwoods. Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme, ihr Lieben. Wirklich nicht. Okay, ich werde jetzt doch mal in Richtung Mistfall reiten. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie hinkriege, aber es sieht ziemlich hoffnungslos für mich aus. Ich hoffe, dass ihr
nicht allzu schlimme Strafen dann in die Kommentare schreibt. Okay, ich habe das Gefühl, ich komme dem Lichtstrahl immer ein wenig näher. Könnte ich eventuell doch noch Glück haben? Also Leute, so wie es aussieht, bin ich gerade wirklich einmal um die Berge drumherum geritten und um den Lichtstrahl herum. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das nicht erreichen werde. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal nach, wo ich den gesetzt habe. Ich bin jetzt wirklich mega neugierig und... Okay, ich sehe es schon. Wo ist er? Genau, direkt auf dem Jorberg. Aber wirklich direkt drauf. Ja, kein Wunder, dass ich den nicht erreichen kann. Ich bin wirklich einmal hier drumherum geritten. Das kann ja aber nicht wahr sein. Oh nein. Okay, Leute, das heißt Challenge verloren. Gut, ja, somit endet Türchen Nummer 17 an dieser Stelle. Ich habe die Challenge nicht geschafft, auf den Jorberg draufzukommen. Schaffe ich jetzt an dieser Stelle leider nicht. Scheibenkleister, deswegen könnt ihr jetzt eine Strafe euch überlegen. Ja, ihr könnt euch eine Strafe für mich überlegen, so wollte ich sagen. Und ja, bitte seid freundlich, bitte seid gnädig und viel Spaß beim nächsten Türchen. Wie gesagt, Türchen Nummer 18 bei Foxway morgen, genau. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen dritten Advent. Wir haben schon wieder den dritten Advent, das ist unglaublich, oder? Und ja, viel Spaß bei den anderen Türchen, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit noch. Und ja, seid bitte gnädig zu mir und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.